Und Herren, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber der Gebrauch des Begriffs Familie im Sinne von Haushalt mit Kindern ist anstößig, beleidigend und homophob, zumal dann, wenn er impliziert, dass diesem Haushalt zwei Ehepartner voranstehen und dass diese beiden Ehepartner auch noch ein unterschiedliches Geschlecht haben. Das jedenfalls ist die kürzlich geäußerte Auffassung von etwa 100 Google-Mitarbeitern, die sich darüber empörten, dass Google anlässlich einer konzernweiten Produktpräsentation vom Begriff der Familie in dem von mir gerade eben definierten Sinne Gebrauch gemacht hat. Und wie reagierte die Konzernleitung? Der Google-Vizepräsident Daphne Divanyi, also einer der höchsten Repräsentanten der Google-Führung, räumte daraufhin ein, dass die Verwendung des Familienbegriffs in der Produktpräsentation womöglich bedenklich gewesen sein könnte und lud die Mitarbeiter von Google dazu ein, das Unternehmen zukünftig darin zu unterstützen, sich einer inklusiveren Sprache zu bedienen. Dieser Vorfall, meine Damen und Herren, bei dem man nicht genau weiß, ob man darüber lachen oder weinen soll, dieser Vorfall ist exemplarisch für die Situation, in der wir uns heute befinden. Die Familie sieht sich einem kulturrevolutionären Angriff ausgesetzt, der vorgetragen wird von Seiten der Medien, der Unterhaltungsindustrie, großen Teilen des akademischen Milieus, global agierender Konzerne und der mit ihnen paktierenden Regierungen der westlichen Hemisphäre. Die Familie wird ideologisch diffamiert und zugleich fortschreitend vom Zugang zu jenen Ressourcen abgeschnitten, derer sie bedarf, um ihre Aufgabe in angemessener Weise erfüllen zu können. Im gleichen Maße, in dem die Familie dadurch ihrer angestammten Rechte beraubt wird, tritt ein anderer Akteur auf den Plan, um die, wie wir vorhin schon gehört haben, Lufthoheit über die Kinderbetten und die Kontrolle über die Erziehung der Kinder zu erlangen, nämlich der Staat. Während einige Eltern diese Entwicklung möglicherweise begrüßen, da sie sich vom Staat entlastet fühlen und ihnen dadurch die Möglichkeit eröffnet wird, sich verstärkt ihren wie auch immer gearteten Selbstverwirklichungsaktivitäten zuzuwenden, sehen andere Eltern in der beschriebenen Entwicklung eine massive Bedrohung. Diese Ausgangslage ruft eine Reihe von Fragen auf den Plan. Nämlich die Fragen, was ist eigentlich eine Familie? Was ist der Staat? In welchem Verhältnis stehen beide zueinander? Und was ergibt sich aus der Beantwortung dieser von mir gerade eben formulierten Fragen in Bezug auf die jeweiligen Rechte und Pflichten von Staat und Kirche? Beginnen wir also, um Ordnung in das ganze Thema zu bringen, was ja die Aufgabe von Philosophen ist, beginnen wir also mit einigen Begriffsdefinitionen. Familie und Staat sind gleichermaßen Institutionen des römischen Rechts. Beginnen wir mit dem Begriff der Institution. Eine Institution ist eine organisatorisch geregelte Form menschlicher Gemeinschaft. Organisatorische Regelungen entlasten die Gemeinschaft von der Notwendigkeit, ihre Interaktionsweisen und Zielvorgaben stets aufs Neue aushandeln zu müssen. Institutionen stellen feste Verhaltensmuster, Verfahrensweisen und Regeln bereit, durch die Verständigung und zielgerichtetes gemeinschaftliches Handeln allererst möglich wird. Je stabiler und dauerhafter Gemeinschaften sind und je bedeutender und umfassender die Aufgaben sind, die von diesen Gemeinschaften übernommen werden, desto eher verlangen Gemeinschaften nach einer institutionellen Verfasstheit. Was aber sind Institutionen im Sinne des römischen Rechts? Institutionen im Sinne des römischen Rechts sind solche Institutionen, deren Existenz und Struktur sich mit Notwendigkeit aus dem Wesen des menschlichen Zusammenlebens ergibt. Sie verdanken ihren Bestand also nicht menschlicher Erfindung, bloßer Vereinbarung durch Verträge etwa oder gar reiner Willkür, sondern der Bestand von Institutionen des römischen Rechts, spezifische Organisationsstruktur, bilden eine unverzichtbare Grundlage menschenwürdigen Zusammenlebens und sind somit notwendig und unverzichtbar für das Gemeinwohl. Institutionen im Sinne des römischen Rechts sind also Institutionen im naturrechtlichen Sinne. Was das Naturrecht ist, darauf werde ich später noch ganz kurz
zu sprechen kommen, aber ich setze eine gewisse Kenntnis dessen, worum es sich beim Naturrecht handelt, bei diesem Publikum auch schon voraus. Was nun ist die Familie? Die Familie ist rechtsphilosophisch gesehen eine Gemeinschaft zum Zweck der Prokreation, das heißt zur Zeugung, Aufzucht und Erziehung von Nachkommen und somit zum Zweck der Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft. Die Familie ist deshalb auf die Ehe zwischen Mann und Frau gegründet, da nur diese Kinder zu zeugen vermögen. Die Familie ist aber zugleich auch die kleinste autonome menschliche Gemeinschaft im Sinne einer institutionalisierten gesellschaftlichen Funktionseinheit. Im Aufbau der Gesellschaft ist die Familie allerdings stufenweise in immer umfassendere organisatorische Kontexte eingebunden und sie ist in ihrem Bestand und in ihrem gedeihlichen Fortbestehen auch von der Einbindung in solche weiteren gesellschaftlichen Zusammenhänge und organisatorischen Kontexte abhängig. Kommen wir zum Staat. Die Institution des Staates bildet die im Stufenbau gesellschaftlicher Organisationsformen, eben im Gegensatz zur Familie, die die unterste ist, die höchste und umfassendste gesellschaftliche Funktionseinheit. Der Staat zeichnet sich darüber hinaus aus durch seine Öffentlichkeit und seine Allgemeinheit. Während private und partikuläre Gemeinschaften und Vereinigungen, zu denen neben Familien etwa auch Wirtschaftsbetriebe, Vereine oder Verbände zählen, während also solche privaten und partikulären Vereinigungen private oder zumindest partikuläre Interessen vertreten, ist der Staat als öffentliches Gemeinwesen der oberste und letzte Garant des Gemeinwohls. Das heißt, der Staat ist die höchste Instanz und die letztgültige Schiedsstelle bezüglich aller Fragen von allgemeinem und öffentlichem Interesse. Er muss deshalb vor allem dort aktiv werden, wo die Verfolgung dieses Interesses Konflikte zwischen privaten und partikulären Vereinigungen hervorruft. Aus der Allgemeinheit und Öffentlichkeit des Staates und seiner sich daraus ergebenden Aufgabe der Beförderung und Sicherung des Gemeinwohls resultiert nun auch die Allgemeinverbindlichkeit des Staates. Keine private oder partikuläre Vereinigung, mit Ausnahme vielleicht der Familie, verfügt über eine derartige Allgemeinverbindlichkeit, weil die Mitgliedschaft in ihr an persönliche Überzeugungen und Interessen gebunden und mithin freiwillig ist. Daher ist jeder zwar in der Regel Mitglied einer Reihe derartiger kleinerer Organisationsformen, aber keine dieser privaten Vereinigungen umfasst alle Mitglieder einer Gesellschaft, nicht mal der ADAC überraschenderweise. Hingegen ist die Zugehörigkeit zu einem öffentlichen Gemeinwesen, das wir in der Regel Staat nennen, sowie die Übernahme der aus dieser Zugehörigkeit erwachsenden Verpflichtungen eben nicht rein freiwillig. Der Mensch ist ein, wie Aristoteles sich ausdrückt, zoon politikon, ein politisches Lebewesen. Das heißt, um ein gutes Leben führen zu können, ist der Mensch darauf angewiesen, ist angewiesen auf die Zugehörigkeit zu einem öffentlichen Gemeinwesen. Es gehört zum guten Leben des Menschen, dass er Mitglied eines öffentlichen Gemeinwesens ist, das Aristoteles Polis nennt. Der Bestand des öffentlichen Gemeinwesens ist für das gute Leben deshalb unabdingbar, weil das öffentliche Gemeinwesen Aufgaben zu erfüllen vermag, deren Erfüllung, im Gegensatz zu dem, was Libertäre glauben, von privaten und partikulären Vereinigungen und auch von einer Vernetzung derartiger privater und partikulärer Vereinigungen eben gerade nicht bewerkstelligt werden kann. Das heißt, das öffentliche Gemeinwesen ist nicht ersetzbar, weil es Aufgaben erfüllt, die keine andere Vereinigung erfüllen kann. Die Erfüllung dieser Aufgaben besteht in der Schaffung oder Bereitstellung sogenannter öffentlicher Güter, von denen, wie Oswald von Nell-Breuning sagt, niemand ausgeschlossen werden kann. Das heißt, öffentliche Güter sind solche, die, wenn sie überhaupt zur Verfügung stehen, jedermann zur Selbstbedienung zur Verfügung stehen. So drückt Nell-Breuning das aus. Das heißt mit anderen Worten, vom Genuss dieser öffentlichen Güter darf deshalb niemand ausgeschlossen werden, weil jeder um seines guten Lebens oder gar um seines Überlebens willen auf die Bereitstellung oder das Vorhandensein dieser Güter angewiesen ist, der er notwendig bedarf. Um was für Güter handelt es sich dabei?
Unter den genannten öffentlichen Gütern steht an erster Stelle die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Die öffentliche Ordnung gründet sich auf ein strafbewährtes Rechtssystem und die mit ihm verbundenen legislativen, judikativen und exekutiven Vollmachten, die von einer mit hoheitlicher Autorität und Gewalt ausgestatteten Obrigkeit ausgeübt werden. Einer Obrigkeit, die in verschiedenen Staatsformen unterschiedlich definiert, aber in jeder Staatsform anzutreffen ist. Kommen wir von dieser höchsten und umfassendsten Organisationsebene der Gesellschaft wieder runter auf die niedrigste, nämlich die Ebene der Familie. Die Familie als die kleinste und der Staat als die umfassendste institutionalisierte Gemeinschaft bilden also die Eckpunkte jeder gesellschaftlichen Organisationsform und übernehmen daher eine Klammerfunktion für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Was den Staat betrifft, so ist seine Autorität auf die Legitimität gegründet und dauerhaft an diese Legitimität gebunden. Was aber versteht man unter Legitimität? Nun, die Handlungen einer Person zum Beispiel sind dann legitim, wenn sie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Staates erfolgen, auf dessen Territorium die betreffende Person sich gerade aufhält. Aber auch der die Gesetze erlassende Staat muss seine eigene Legitimität ausweisen, wenn er berechtigterweise seinen Gesetzen Geltung verschaffen und Gehorsam ihnen gegenüber einfordern will. Woher aber bezieht die staatliche Ordnung ihre Legitimität? Im Verlaufe der Neuzeit haben sich in der Staatstheorie zunehmend zwei Prinzipien als legitimationsbegründende Prinzipien durchgesetzt, nämlich das Konsensprinzip und das Legalitätsprinzip. Gemäß der heute noch weit verbreiteten Auffassung John Lockes bezieht die staatliche Ordnung ihre Legitimität aus dem Konsens der durch sie regierten Staatsbürger. Das ist also das Konsensprinzip. Eine derart exklusiv auf Konsens gegründetes politisches System verdankt, wie Seymour Martin Lipset herausgearbeitet hat, es verdankt seinen Bestand der Fähigkeit des Systems, die Überzeugung herzustellen und aufrechtzuerhalten, dass die existierenden politischen Institutionen die für die Gesellschaft angemessenen sind. Ende des Lipset-Zitats. Diese durch das politische System gleichsam fabrizierte Überzeugung der Staatsbürger bewirkt sodann die aktive Zustimmung der Staatsbürger zur bestehenden Ordnung oder zumindest deren passive Hinnahme. Wann aber bewerten die Staatsbürger die existierenden politischen Institutionen als angemessen? Die Zustimmung der Staatsbürger zu einer staatlichen Ordnung entspringt laut Max Weber dem sogenannten Legitimitätsglaube, der unter den Bedingungen rationaler Herrschaft auf das Legalitätsprinzip gegründet ist. Der Legitimitätsglaube findet seinen Ausdruck nämlich in der Fügsamkeit des Staatsbürgers gegenüber formal korrekten und in der üblichen Form zustande gekommenen Satzungen. Also das heißt, etwas ist dann legitim, wenn es nach legalen, üblichen Verfahrensweisen hergestellt worden ist. Das heißt, hier tritt sozusagen das Legalitätsprinzip als Legitimationsgrund des Staates in den Vordergrund. Damit ist aber ein Problem verbunden, denn die bereits bei Max Weber anzutreffende Rückführung der Legitimität der staatlichen Ordnung auf die Legalität ihrer Errichtung sowie auf die korrekte Entfaltung und Einhaltung bestimmter geregelter Verfahrensweisen der Rechtsetzung und der Rechtspflege, diese bereits bei Weber feststellbare Tendenz findet sodann ihre Vollendung im Rechtspositivismus, der alle die reine Legalität überschreitenden Legitimationsgründe des Rechtes ausschließt und die Geltung des Rechts exklusiv an die Einhaltung bestimmter Verfahrensregeln seiner Satzung bindet. Die Rückführung der staatlichen Legitimität auf die Legalität hat aber zur Folge, dass der so verstandene Staat seine Legitimation aus sich selbst gewinnt und das heißt letztlich rein aus seiner faktischen Macht Recht und Ordnung festzulegen und somit auch die Kriterien der Legalität zu definieren, auf die er sich dann selber stützt und durch die er sich selber definiert. Hans Kelsen, der Großmeister
des Rechtspositivismus, hat dann auch mit dankenswerter Offenheit bekannt, ich zitiere Kelsen, ein positives Recht gilt nicht darum, weil es gerecht ist, das heißt, weil seine Satzung einer Gerechtigkeitsnorm, weil seine Satzungen einer Gerechtigkeitsnorm entsprechen, und es gilt auch dann, wenn es ungerecht ist. Ende des Zitats. Unter dieser Voraussetzung könnte ein Staat, solange er sich an die geltenden legalen Verfahrensweisen hält, legitimerweise Gesetze erlassen, die zum Beispiel den Diebstahl erlauben. Dies aber widerspricht eindeutig dem moralischen Common Sense oder das, was heute Morgen so schön österreichisch mit dem gesunden Hausverstand bezeichnet wurde. Also Common Sense ist gewissermaßen einfach die sozusagen akademische, angelsächsisch-akademische Formulierung für das, was man in Österreich Hausverstand nennt. An dieser Stelle wird daher auch deutlich, warum die Verkopplung, ich hatte ja gesagt, also in der Neuzeit gibt es zwei Legitimationsprinzipien letzten Endes für den Staat, also das Konsensprinzip und das Legalitätsprinzip, und wie sich jetzt an dieser Stelle zeigt, ist diese neuzeitliche Verbindung dieser beiden Prinzipien durchaus problematisch. Es zeigt sich, an dieser Stelle wird daher deutlich, warum die Verkopplung von Konsensprinzip und Legalitätsprinzip in der neuzeitlichen Staatstheorie keineswegs selbstverständlich, sondern im Gegenteil höchst problematisch ist. Es kann nämlich der Fall eintreten, dass legale, legislative und exekutive Aktivitäten des Staates dem Konsens der Bürger entgegengesetzt sind. Und es kann, wie sich im 20. Jahrhundert häufig gezeigt hat, auch der Fall sein, dass Staatsverbrechen durch gesellschaftlichen Konsens gedeckt und darüber hinaus auch noch in formaler Hinsicht legal sind. Um Staatsverbrechen aber überhaupt als solche identifizieren zu können oder überhaupt feststellen zu können, dass irgendetwas, was der Staat tut, illegitim ist, bedarf es eines Maßstabs jenseits dieses Konsensprinzips und des Legalitätsprinzips, und aus diesem Grund erfreute sich das Naturrecht aufgrund der historischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit, als das deutsche Grundgesetz geschrieben worden ist, auch wieder einer überraschend großen Beliebtheit und eines allgemeinen Zuspruchs im politischen Leben, was bedauerlicherweise heute, glaube ich, nicht mehr so festzustellen ist. Was aber versteht man unter Naturrecht? Ich sage dazu, wie gesagt, nur einige wenige Dinge, weil ich bei Ihnen voraussetze, dass Sie im Grunde genommen bereits begriffen haben, um was es dabei geht. Naturrecht ist nicht ein Recht, das sich in biologistischer Weise an den Vorgängen in der Natur orientiert. Das natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Der Begriffsbestandteil Natur im Begriff Naturrecht leitet sich nämlich her vom lateinischen Natura, was so viel bedeutet wie das Wesen einer Sache. Die Naturrechtslehre geht, gemäß der Tradition der klassischen abendländischen Philosophie, nämlich davon aus, dass die menschliche Vernunft dazu in der Lage ist, die Natur der Dinge zu erkennen und dass jegliches Recht der Natur der Dinge, die wir erkennen können, angemessen sein muss. In unserem Fall heißt das, es gibt so etwas wie das Wesen der Familie, das wir durchaus erkennen können. Und alle die Familie betreffenden rechtlichen Regelungen und gesellschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen müssen dem Wesen dieser Familie gerecht werden oder dem Wesen der Familie überhaupt gerecht werden. Einen in gesellschaftstheoretischer Hinsicht wichtigen Aspekt des Naturrechts aber bildet, und das ist für unsere Frage nach dem Recht der Familie von großer Bedeutung, einen wesentlichen Aspekt des Naturrechts bildet das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Ich erkläre, was das ist. Seine vielleicht bekannteste Definition hat dieses Subsidiaritätsprinzip in der päpstlichen Enzyklika Quadragesimo Anno, Papst Pius XI. Im Jahre 1931 erfahren. Ich zitiere diese bekannte Stelle, die sozusagen den Kern dessen definiert, was das Naturrecht ist. Dort lesen wir, wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das,
was die kleineren und untergeordneten Gemeinschaften leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Jede Gemeinschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär. Sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder in sich aufsaugen. Ende des Zitats. Also das heißt, die Gesellschaft hat unterschiedliche Gliederungsebenen und es ist immer diejenige Gliederungsebene innerhalb der Gesellschaft dafür zuständig, etwas zu tun, die dazu in der Lage ist. Das heißt, alles das, was untergeordnete Organisationsformen in einem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu leisten vermögen, darf ihnen nicht von übergeordneten Organisationsstrukturen abgenommen werden. Sie dürfen sozusagen dieser Fähigkeit, das zu tun, nicht beraubt werden. Das widerspricht dem Prinzip der Gerechtigkeit. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Ich habe Ihnen jetzt eine Passage aus einer päpstlichen Enzyklika vorgelesen, aber das Subsidiaritätsprinzip ist beileibe kein rein katholisches Prinzip, sondern es ist ein im Naturrecht und somit in der natürlichen Vernunft gründendes sozialphilosophisches Grundprinzip. Ich muss nicht katholisch sein, um einzusehen, dass es gerecht ist, was das Subsidiaritätsprinzip als solches definiert. Das Subsidiaritätsprinzip leitet sich her von einem Menschenbild, das ausgehend von der Würde des Menschen Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Individuums und die Entfaltung seiner Fähigkeiten hervorhebt. Hieraus ergibt sich sodann ein Konzept des gemeinschaftlichen Zusammenlebens des Menschen, das auf Privatbesitz, freiwillige Initiative und eigenverantwortliches Handeln gegründet ist. Jede Gesellschaft setzt sich zusammen aus einer horizontal und vertikal gegliederten Verbundenheit verschiedener sozialen Gruppen. Und hieraus ergibt sich ein organischer Stufenbau einander hierarchisch überlagernder Organisationsebenen, deren jede je spezifische Aufgaben zugewiesen werden können. Bei diesen übereinanderliegenden Organisationsebenen handelt es sich um die Familie, private Haushalte und Familienverbände, korporative Einheiten wie Genossenschaften oder Verbände, etwa Berufsverbände oder Standesvertretungen, aber auch Religionsgemeinschaften, sowie schließlich auf der obersten Ebene das öffentliche Gemeinwesen, das sich aber wiederum verschiedene Ausprägungen haben kann und verschiedene Reichweiten haben kann. Das öffentliche Gemeinwesen tritt nämlich auf in Form von Gemeinden, Städten, Landkreisen, Regionen, Ländern und schließlich dem Staat und gegebenenfalls noch darüber liegenden völkerrechtlich geregelten Staatenverbindungen oder Staatengemeinschaften. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollten alle gesellschaftlichen Aufgaben von Individuen oder den kleinstmöglichen Gruppen auf der möglichst untersten Organisationsebene der Gesellschaft übernommen werden. Nur dann, wenn Individuen oder nachgeordnete Einheiten nachweislich nicht dazu in der Lage sind, bestimmte Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, erwächst übergeordneten Instanzen daraus die Pflicht und infolgedessen auch das Recht, sich in die Bewältigung dieser Aufgaben unterstützend einzuschalten. Die Betonung liegt bei unterstützend. Dieses Recht ist aber daran gebunden, also das heißt, dass eine übergeordnete Einheit in die Aufgaben einer untergeordneten Einheit sich einschalten kann, dieses Recht ist daran gebunden, dass das Eingreifen der übergeordneten Instanz einen offensichtlichen Mehrwert mit sich bringt und dass es sich allgemeiner gesellschaftlicher Zustimmung erfreut. Ferner muss hier beachtet werden, dass auch bei gemeinschaftlichem Handeln die Verantwortung für die Handlungsfolgen nicht kollektiviert werden, sondern individuellen Entscheidungsträgern und Akteuren zurechenbar bleiben sollten. Also das heißt, es muss am Ende eben irgendjemand auch verantwortlich sein dafür, wenn irgendwas schief geht und man kann nicht sagen, Entschuldigung, es war die Gesellschaft. Der Zweck des Eingreifens übergeordneter Instanzen besteht zunächst einmal darin, den untergeordneten Instanzen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das heißt, diese unterstützend dazu in die Lage zu versetzen, die in Frage stehenden Aufgaben selbst zu bewältigen. Denn nachgeordnete, leistungsfähige kleine Einheiten verfügen über einen Handlungsvorrang, wohingegen übergeordnete Organisationsebenen zunächst lediglich eine Einstands-
und Unterstützungspflicht zukommt und demzufolge auch kein darüber hinausgehendes Recht. Für den Staat bedeutet das, dass seine Zuständigkeit, Kompetenz und Regelungsbefugnis begrenzt sind durch den grundsätzlichen Vorrang und die Primärzuständigkeit nichtstaatlicher Organisationen. Aufgabe des Staates ist es, Privatinitiative zu ermöglichen und dazu zu ermuntern, sowie Freiräume zu schaffen und offen zu halten, in denen die Privatinitiative sich sodann entfalten kann. Der Staat ist darüber hinaus kein Selbstzweck, sondern er hat die Aufgabe, dem Staatsvolk und seinen Vergemeinschaftungen zu dienen und es durch Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Das heißt, der Staat hat nicht die Aufgabe, in Ausnahmefällen lediglich als Lückenbüßer einzuspringen, wenn eine kleinere untergeordnete Gemeinschaft oder ein untergeordnetes Gemeinwesen zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe nicht in der Lage ist, selbst aus eigenen Kräften diese Aufgabe zu erfüllen, sondern der Staat hat die Aufgabe, kleineren Gemeinschaften in ihrer Selbsthilfe und in ihrer Selbstorganisation sie darin zu unterstützen und systematisch und dauerhaft zu unterstützen in dem, was sie sozusagen selber aus ihrem eigenen tun können, dort, wo die Mittel möglicherweise nicht ausreichen oder die Kompetenzen dazu nicht ausreichen. Aber es ist wichtig, dass der Schwerpunkt immer bei den untergeordneten Einheiten liegt, die zunächst einmal unterstützt werden müssen. Und nur wenn es wirklich, wenn das an eine Grenze stößt, springt die Aufgabe sozusagen auf die nächsthöhere Ebene der gesellschaftlichen Formation. Wenn der Staat hingegen zum Bevormundungsstaat mutiert, indem er die Kompetenzen und Zuständigkeiten für solche Angelegenheiten an sich reißt, die in einer organisch gewachsenen, stufenförmig aufgebauten Gesellschaft eigentlich den innerstaatlichen Gemeinschaften zukommt, weil sie von ihnen selbst bewältigt werden können, ist die Freiheit in Gefahr. Denn damit fallen natürlich Autonomie, Selbstgerichtsbarkeit und Selbstverwaltung der Genossenschaftsverbände fort. Der Bevormundungsstaat tendiert dazu, möglichst viele Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen bei der zentralstaatlichen Gewalt zu konzentrieren. Das Gegenmittel dagegen ist ein möglichst föderativer Staatsaufbau und eine möglichst weite Streuung der Verantwortlichkeiten im Rahmen einer komplexen und vielschichtigen gesellschaftlichen Gliederung. Aus dem Subsidiaritätsprinzip ergeben sich sodann auch weitreichende Konsequenzen für das Verhältnis von Staat und Familie und die Rechte der Eltern und ihrer Familien. Diese Rechte leiten sich her aus dem Wesen des Staates, dem Wesen der Familie und dem Verhältnis, in dem beide zueinander stehen. Der Staat ist seiner Natur nach eine Rechtsgemeinschaft, die für die öffentliche Ordnung, für Sicherheit und Berechenbarkeit sorgt. Er ist deshalb auf die Tugend der Gerechtigkeit gegründet, die im Staat die Form des gesetzten Rechtes annimmt. Daher ist der Staat eine Gemeinschaft von Rechtsgenossen, die einander das Zustehende geben, die einander das zugestehen und geben, was jedem gemäß rechtlich geregelter Ansprüche zukommt und geschuldet wird. In Analogie dazu gibt der Bürger dem Staat und der Staat dem Bürger, was er jeweils dem anderen schuldet. Auch die Familie hat eine Rechtsform. Aber ihr Wesen und ihre Struktur und Gestalt ergeben sich nicht unmittelbar aus dieser ihrer Rechtsform, sondern aus der Zuneigung und dem Wohlwollen, das die Familienmitglieder einander entgegenbringen und aus ihrer wechselseitigen menschlichen Zuwendung. Ihre Mitglieder, also die Mitglieder der Familie, schulden einander mehr als Gerechtigkeit, könnte man sagen, oder so hat es jedenfalls Alois Baumgartner vor einigen Jahren formuliert. Was ihr gemeinsames Leben trägt, ist das Ungeschuldete, nicht Verrechenbare und durch Rechtsnormen nicht Einforderbare. Das ist das, was Familien trägt.
Das Ethos der Familie erschöpft sich eben gerade nicht darin, dem anderen das Seinige zu geben, das heißt das, worauf er einen begründeten Anspruch erheben kann, worin die Tugend der Gerechtigkeit ja besteht. Nein, das Ethos der Familie verlangt vielmehr nach den Tugenden der Freigebigkeit, des Großmuts und der Barmherzigkeit, jenen Tugenden also, die uns befähigen, etwas von dem von uns Eigenen zu geben und zu verschenken und es an jemanden zu verschenken, der keinen Anspruch darauf erheben kann, sonst wäre es kein Geschenk. Daher ist die Familie auch der primäre Ort und der privilegierte Ort, an dem Erziehung stattfinden soll. Also das heißt, diese Rechtsgemeinschaft, die der Staat ist und zu dem man jetzt auch neuerdings Kindergärten machen will, ist eben gerade nicht der geeignete Ort, an dem Erziehung stattfinden kann, sondern es ist genau diese Art von Gemeinschaft, die die Familie ist, die ich hier beschrieben habe und die eben, wie ich heute Morgen schon meinem Entsetzen festgestellt habe, eben zunehmend durch rechtliche Verfasstheiten ersetzt werden soll, gegen die gar nichts zu sagen ist, wenn sie an der richtigen Stelle stattfinden, aber in der Familie oder auch im Kindergarten haben sie eben nichts zu suchen, weil dort eine ganz andere Art von Kommunikation herrscht. Was aber ist Erziehung? Ich quäle Sie hier die ganze Zeit mit Definitionen, aber so sind Philosophen nun mal. Erziehung besteht in der Aufzucht der Kinder und darin, sie in ihrer Entwicklung zu echter menschlicher Reife und wahrer Tugendhaftigkeit zu führen. Das ist etwa die Definition bei Thomas von Aquin. Nicht? Aufzucht von Kindern, sie in ihrer Entwicklung zu echter menschlichen Reife und Tugendhaftigkeit zu führen. Erziehung umfasst eine Reihe von Aspekten. Sie umfasst körperliche, intellektuelle, moralische und gesellschaftliche Aspekte. Erziehungsziele sind etwa die Entfaltung moralischer und kognitiver Fähigkeiten, die Entwicklung sozialer Kompetenz, die Ausprägung sittlicher Grundhaltung, das Heranreifen einer verantwortungsvollen Persönlichkeit, einschließlich der Bereitschaft, standesgemäße gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen. All dies hat selbstverständlich, jedenfalls für einen Katholiken wie mich, gemäß den Leitlinien der Religion zu erfolgen. Die Aufgabe der Kindererziehung ist eine Aufgabe der Eltern. Und sie ist deshalb zunächst einmal eine Aufgabe der Eltern, weil die Eltern die stärkste natürliche Neigung dazu haben, ihre Kinder zu erziehen und unter normalen Umständen dazu, ihre Kinder zu erziehen, eben auch in der Lage sind. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu interessanterweise festgestellt, ich zitiere, der Verfassungsgeber geht davon aus, dass diejenigen, die einem Kind das Leben geben, von Natur aus bereit und berufen sind, die Verantwortung für die Pflege und Erziehung zu übernehmen. Ende des Zitats Bundesverfassungsgericht. Die elterliche Erziehung erfolgt allerdings im Kontext der konkreten Lebensgemeinschaft der Familie, deren Gemeinschaftskultur und sittliche Potenz für die Erziehung der Kinder ausschlaggebend sind. Die elterliche Erziehung vollzieht sich nämlich nicht zuerst oder gar ausschließlich in der Abfolge einzelner isolierter Erziehungsentscheidungen und Erziehungsmaßnahmen, die einem dann vielleicht vom Ministerium irgendwie vorgeschrieben werden, bei denen die Eltern, wenn das also so wäre, dann könnten die Eltern beim Setzen dieser Erziehungsmaßnahmen ja auch durch andere Erziehungsträger ersetzt werden. Aber genauso ist es eben nicht in der Erziehung von Kindern. Nein, Erziehung vollzieht sich schlicht durch Erfahrung und Vorbild im Erleben der familiären Gemeinschaft, in der dann auch die bewusst gesetzten erzieherischen Maßnahmen überhaupt erst ihre Wirkung entfalten können. Also das heißt, wenn Sie bewusst pädagogisch irgendetwas unternehmen, dann hat diese pädagogische Maßnahme für sich genommen überhaupt keine Wirkung, wenn sie nicht eingebunden ist in einen umfassenderen Kontext von familiärer oder überhaupt gemeinschaftlicher Verbindung, Kommunikation und Identifikation der einzelnen Personen untereinander. Man könnte es auch altmodisch Liebe nennen. Ja? Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Willi Geiger, es gab damals noch gute Verfassungsrichter, gibt es heute vielleicht auch noch ein paar, aber ja.
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Willi Geiger betonte daher aus juristischer Perspektive, ich zitiere, im Mittelpunkt der Erziehung stehen nicht Gebote und Verbote, nicht Rechte, sondern Erfahrungen, Vorbild, konkrete Lebensweise. Wer diese Eigentümlichkeit von Erziehung innerhalb der Familie vor Augen hat, der weiß, wie unzureichend und falsch es ist, Erziehung von Kindern durch Eltern in einem Bündel von Rechten der Kinder und Pflichten der Eltern einfangen zu wollen. Ende des Zitats. Dass Eltern Pflichten haben, ist unbestritten. Aber genau deshalb verfügen sie auch über Rechte. Denn alle Rechte gründen in Pflichten, daher generieren Pflichten stets ihnen korrespondierende Rechte. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Es ist nicht ins Belieben der Eltern gestellt, ob sie ihre naturgegebenen Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen, erfüllen wollen oder nicht. Vielmehr sind Aufzucht, Pflege und Erziehung der Kinder eine den Eltern obliegende Pflicht. Aus dieser Pflicht leitet sich das Erziehungsrecht der Eltern als eines ihrer unverbrüchlichen Freiheitsrechte ab. Weil Eltern die Pflicht haben, ihre Kinder zu erziehen, muss man ihnen das Recht gewähren, ihre Kinder zu erziehen. Und das darf ihnen niemand wegnehmen, weil sie nämlich sonst ihre Pflicht nicht erfüllen können. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Die durch das Erziehungsrecht der Eltern gewährleistete Freiheit, und ich sagte ja, das Erziehungsrecht ist ein Freiheitsrecht, zielt aber im Unterschied zu allen anderen Freiheitsrechten nicht auf die freie Selbstentfaltung der Rechtsträger, also der Eltern, sondern auf die angemessene Entfaltung des Kindes. Daher bezeichnet Josef Isensee das Erziehungsrecht der Eltern als ein altruistisches Grundrecht, bei dem die gängige emanzipatorische Deutung der Grundrechte versagt. Weil alle anderen Grundrechte haben eine emanzipatorische Funktion für den Rechtsträger. Das Grundrecht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, hat keine emanzipatorische, sondern eine bindende Qualität für die Eltern und dient sozusagen der Entfaltung und der Freiheit und der Entstehung der Freiheit des Kindes. Das ist aber in einem freiheitlichen System absolut unabdingbar. Und wenn man da eingreift, zerstört man Freiheit. Dieser Umstand, dass dieses Grundrecht ein altruistisches ist, ändert gleichwohl nichts daran, dass Elternrechte, wie alle klassischen freiheitlichen Grundrechte, Abwehrrechte gegen unbillige Zumutungen von Seiten des Staates darstellen, die in diesem speziellen Fall die Familie vor dem Zugriff staatlicher Institutionen auf die Kinder schützt, insbesondere vor deren politischer und ideologischer Indoktrination, die in letzter Zeit leider bedenklich zunimmt. Jedem freiheitlichen Grundrecht korrespondiert jedoch ein fundamentales Grundbedürfnis des Menschen, dessen Befriedigung durch das Grundrecht geschützt wird, indem das Grundrecht einen Anspruch gegenüber der Rechtsgemeinschaft definiert, also einen Anspruch des einzelnen Bürgers gegenüber der Rechtsgemeinschaft definiert. Das Elternrecht, also was ist in diesem Fall das Grundbedürfnis? Das Elternrecht ergibt sich aus dem Grundbedürfnis des Menschen, eigene Kinder zu haben und mit ihnen das Leben zu teilen. Das Leben mit den Kindern und die damit verbundene Kindererziehung ist ein zentrales Element der Lebensplanung der Eltern. Das Erziehungsrecht ist eine Konkretisierung des Rechts der Eltern auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit der Eltern sich aufgrund des Ursprungsverhältnisses Eltern-Kind gleichsam im Kind fortsetzt. Man könnte, metaphorisch spricht man davon, dass Eltern in einer gewissen Art und Weise in ihren Kindern fortleben. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Anhänger irgendeiner Art von Reinkarnationslehre oder sowas. Aber natürlich haben Kinder Ähnlichkeiten mit Eltern oder man vererbt zum Beispiel seinen Kindern bestimmte Fähigkeiten, vielleicht auch bestimmte Schwächen. Ja? Und auf diese Art und Weise
sehen die Eltern sozusagen einen Teil ihrer eigenen Persönlichkeit in ihren Kindern fortleben. Und das ist nun mal ein sehr wesentlicher Aspekt im menschlichen Leben. Die Entscheidung der Eltern, den Kinderwunsch zu realisieren und mit den Kindern zu leben, ist zugleich die bewusste Realisierung eines eigenen Lebensentwurfs der Eltern, an dem die Kinder Anteil haben, also ein Lebensentwurf der Eltern, an dem die Kinder Anteil haben, und der, dieser Lebensentwurf nämlich, für die Entwicklung der Kinder und ihr Aufwachsen von entscheidender Bedeutung und von nachhaltigem Einfluss ist. Das heißt, die Art und Weise, wie die Eltern ihren eigenen Lebensentwurf sozusagen in der Art und Weise, dass sie Kinder haben wollen, dass sie eine Familie haben wollen, wie sie mit den Kindern leben wollen. Genau dieser Lebensentwurf der Eltern, der sich in der Zeugung der Kinder und im Leben der Familie realisiert, genau dieser Lebensentwurf der Eltern in der Familie realisiert, ist ein enorm prägendes Element im Aufwachsen von Kindern und in der Art und Weise, wie Kinder sich entwickeln. Das heißt, der Lebensentwurf der Eltern ist von erheblicher erzieherischer Bedeutung. Das gilt auch deshalb, weil das Erziehungsrecht als Freiheitsrecht den Eltern die Freiheit gibt, das Kindeswohl, auf das die Erziehung abzielt, in Bezug auf ihre eigenen Kinder gemäß ihren eigenen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen zu definieren und davon ausgehend ihre Erziehungsziele und Erziehungsmethoden selbstständig zu wählen und sie sich nicht von irgendjemandem vorschreiben zu lassen. An dieser Stelle hat der Staat sich nicht einzumischen. Der Vorrang der elterlichen vor der staatlichen Erziehung ist, wie Josef Isensee richtig erkannt hat, ein wichtiger Anwendungsfall des Subsidiaritätsprinzips, das ich vorhin kurz erläutert habe, und somit ein unsuspendierbares Gebot des Naturrechts. Dieser Vorrang des Elternrechts vor dem Recht des Staates bleibt auch dort in Geltung, wo die Erziehungsbemühungen der Eltern womöglich nicht die wünschenswerte Qualität erreicht haben. Was meine ich damit? Ich führe das noch etwas weiter aus. Die moralische Pflicht der Eltern besteht freilich darin, ihren Kindern eine im Rahmen ihrer Möglichkeiten möglichst optimale Erziehung zukommen zu lassen. Diese moralische Pflicht der Eltern lässt sich aber nicht in eine Rechtspflicht übersetzen. Ihre Rechtspflicht, aus der das Erziehungsrecht sich ableitet, haben Eltern nämlich bereits dann genügt, wenn sie bei ihrer Erziehung nicht in der Weise versagen, dass das Kindeswohl ernsthaft gefährdet ist und die Kinder infolgedessen einen erheblichen Schaden davontragen oder verwahrlosen. Keinesfalls hat der Staat das Recht, mit dem Ziel, die Qualität der Erziehung anzuheben, die Eltern durch vermeintlich kompetentere, professionelle Erzieher zu ersetzen. Die Eltern haben das Recht, in der Erziehung all das selbst zu tun, was sie selbst zu tun und zu leisten in der Lage sind. Nicht nur das, was sie optimal zu leisten in der Lage sind. Und im Übrigen ist das vermeintlich Bessere in sehr vielen Fällen der schlimmste Feind des Guten. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Interessanterweise hat einer der bedeutendsten Denker der katholischen Kirche, der heilige Thomas von Aquin, im natürlich ach so finsteren Mittelalter, deutlich festgestellt, dass Eltern das natürliche Recht haben, ihre Kinder in ihrer eigenen Religion zu erziehen. Selbst dann, wenn es sich dabei um eine falsche Religion handelt, hat der christliche Staat nicht das Recht, in diese Erziehung der Eltern einzugreifen. Aber das war natürlich im finsteren Mittelalter. Mittlerweile sind wir ja viel weiter. Der Staat hat berechtigte Ansprüche gegenüber der Familie, selbstverständlich, weil der Staat für das Gemeinwohl zu sorgen hat und weil das Gemeinwohl nur sichergestellt werden kann, wenn die Familien die ihnen gebührenden Aufgaben erfüllen und den ihnen zukommenden Beitrag zur Realisierung dieses Gemeinwohls leisten. Die Familie kann diesen ihren Beitrag aber nur dann leisten, wenn der Staat die Familienautonomie achtet. Das heißt, wenn der Staat anerkennt, dass die Familie eine Organisationsform eigenen Rechts darstellt, deren spezifische Leistungen durch keine anderen Organisationsformen ersetzt werden können. Staatliche Eingriffe in die Rechte der Familie
mindern die Leistungsfähigkeit der Familie und sie mindern somit den Beitrag, den die Familie zum Gemeinwohl leisten kann und zu leisten verpflichtet ist. Daher beschädigt der Staat durch die Einmischung in die Kindererziehung genau dasjenige Gemeinwohl, dessen Beförderung die seiner Natur nach einzige Aufgabe des Staates ist. Damit der Staat diese seine einzige und eigentliche Aufgabe auch tatsächlich erfüllen kann, muss er angesichts des Subsidiaritätsprinzips die Autonomie untergeordneter gesellschaftlicher Gemeinschaften und insbesondere der Familie stärken. Dafür ist es erforderlich, dass der Staat die autonomen Rechte der Eltern wahrt und darüber hinaus die Familie mit all jenen auch materiellen Ressourcen versieht, derer die Familie notwendig bedarf, um ihre auch gesellschaftliche Aufgabe selbstständig erfüllen zu können. Also das würde dann bedeuten, wir brauchen eine Änderung des Steuerrechts und so weiter. Aber da müssen hier bei Gelegenheit Leute drüber reden, die von diesen Dingen mehr verstehen als ich. Ich bin ja nur ein kleiner Philosoph. Welche konkreten Maßnahmen dafür erforderlich sind, müssen also in anderen Vorträgen geklärt werden, die sich aber dann nicht nur auf dem Feld der philosophischen Gesellschaftslehre, sondern auch auf den Feldern der Rechtswissenschaften, der politischen Ökonomie, des Steuerrechts und wie gesagt ähnlichen Feldern verortet sein müssen, in denen dann konkret formuliert würde, was die Prinzipien, die ich Ihnen versuche hier auseinanderzulegen, wie sich das in eine konkrete gesellschaftliche Realität umsetzen lässt. Ich komme damit zum Schluss. Das Naturrecht ist entgegen dem, was manche behaupten, keine exklusiv katholische oder christliche Lehre. Das Naturrecht gilt, weil es ein Vernunftrecht ist, für alle Menschen. Zugegebenermaßen ist die Rechtfertigung des Naturrechts ohne einen Schöpfungsglauben zumindest, sagen wir einmal, schwierig. Allerdings ist auch die Existenz eines Schöpfergottes beileibe kein bloßer christlicher Glaubenssatz, sondern eine Tatsache, die sich vermittels der Vernunft erweisen lässt. Und dass sich die Existenz Gottes des Schöpfers mit der Vernunft erweisen lässt, hat übrigens die katholische Kirche auf dem Ersten Vatikanischen Konzil in den Rang eines Dogmas erhoben. Wenn aber der Mensch tatsächlich geschaffen ist und wenn er seine Existenz folglich seinem Schöpfer verdankt, dann ergibt sich aus der Natur dieses Sachverhalts die unausweichliche Verpflichtung des Menschen, seinem Schöpfer den ihm gebührenden Dank zu erweisen. Gebührend kann dieser Dank dem Schöpfer gegenüber jedoch nur dann sein, wenn er die gesamte Existenz des Menschen, einschließlich der Gestaltung seines öffentlichen Gemeinwesens, durchgängig prägt und strukturiert. Als Christen sind wir dazu verpflichtet, auch durch unsere gesellschaftlichen und politischen und auch durch unsere gesellschaftlichen und politischen Aktivitäten Gott die Ehre zu erweisen, indem wir die Gesellschaft und den Staat nach christlichen und somit nach vernünftigen Grundsätzen gestalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.